Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch auf der Suche irgendwie, das ist ja, wie wir diese eine Tür hier aufkriegen oder wie wir die eine hier befreien. So, hier oben geht's ja auch weiter, aber wir hatten da hinten auch noch, glaube ich, irgendwas. Wenn ich was hier? Ja. Durch die Tür gehen. Oder ist da immer noch zu? Ach nee, hier haben wir. Ach nee, wir können hier einfach nach oben. Alter, der hat mich jetzt erschrocken. Komm, geh kaputt. So, jetzt haben wir den. Und nochmal ein Safe Game. Wir machen sehr, sehr viele Safe Games hier in diesem Dungeon. Okay. Okay. Oha. Eine zugeziegelte Wand? Wie krass ist aber das denn jetzt? Wofür ist das hier jetzt? Okay. Aber hier ist ja noch einer. Alter, neuen Geheimgang gefunden einfach. Wo sind wir jetzt genau? Warte mal. Einfach mal ein komplett neuer Bereich. Muss ich hier lang? Ne, ich gehe zurück. Ich Idiot. So, was haben wir hier? Autsch. Schnell lieber weg. Okay, den haben wir gekillt. Schnell ein Safe Game. Und vielleicht noch mal ganz kurz sowas. Okay, gut. Das haben wir geschafft. Yo! Okay. Der ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt aber... Wir müssen einmal zurück zum Wagen. Wieder mal. Und ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt so schnell zum Wagen zurückkommen. Also egal jetzt erstmal. Autsch. Okay, das war jetzt sehr, sehr knapp. So. Ich wollte schon sagen, warum treffe ich den nicht? So. Ja, wir können nichts mehr tragen. Egal, wir wollen jetzt erstmal die Quest hier fertig haben. Weswegen wir ja hier sind. Wir können eh nichts mitnehmen von dem. Aber so viel Gold. Ah, toll. Ich wollte schon sagen. Wo geht's hier denn weiter? Das ist jetzt echt interessant, wo wir hier jetzt gelandet sind, gekommen sind.
Vor allem da hinten gab es ja auch noch wiederum einen Weg, wo wir hin konnten. Hier aber nicht. Okay. Oder? Vielleicht ist auf der Minimap zu erkennen, dass da irgendwo eine Tür ist. Nee. Okay. Dann geht's jetzt nur erstmal hierhin weiter. Ich laufe wieder falsche Richtung. Ich echt gut darin. Stimmt, hier waren wir gerade. Beziehungsweise von hier kommen wir. Ah, okay. Dann können wir da mal ein bisschen weitergehen. Und dann schauen wir mal, was hier noch fehlt. In dem Bereich fehlt auf jeden Fall noch was. Aber wir sind gerade wieder hier zurückgekommen, wo wir dann hier nochmal den Gang durchsuchen können. So, dann schauen wir mal, was hier gibt's. Vielleicht ist hier ein Hebel dafür? Ist irgendwo hier ein Hebel? Anscheinend ja nicht. Boah, aber ich feiere diesen Dungeon. Ah, da haben wir jemanden. Und wir können das nicht mitnehmen. Weißt du was? Wir lassen die erstmal hier alle liegen. Und nehmen erstmal das ganze Geld mit. Okay. Wie kommen wir jetzt dahin weiter? Hatten wir hier nicht irgendwo noch Hebel gehabt? Irgendwo? Ich versuche die gerade hier zu erkennen, auf der Karte. Nur sehen tue ich sie nicht. Hier war ja nichts, schade. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Mal schauen, was da gibt. Achso, da gab es ja nichts. Entschuldigung, musste eben husten. Hier wollte ich hin, nochmal zurück. Okay, falsche Richtung gelaufen. Und los. Ich wollte schon sagen, war da was? Was auf mich zukommt, was ich nicht gehört habe? Hoppala, falsche Taste. Hier waren wir auch noch nicht. Nach unten gegangen. Aha. Geheimgang gefunden. Wir sind wieder hier. Warte, wie weit sind wir jetzt am... Ah, oh. Okay, warte mal. Doch weiter als gehofft.
waren wir doch ein bisschen weiter als gehofft davon entfernt. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Es kann ja immer jederzeit passieren, dass wir drauf gehen. Okay. Wie haben wir es jetzt geschafft, hier hinzukommen von da oben? Wie sind wir jetzt von hier dahin gekommen? Hat das einer gesehen? Ich habe das irgendwie nicht gesehen. Ich habe das jetzt selber irgendwie verpasst. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt schaffe zu öffnen. Ich habe jetzt mein ganzes Inventar da weggeschmissen, ne? Ach ne. Wo war jetzt der Weg? Zurück da hoch? Ich glaube, das war hier. Zumindest so hoffe ich das. An den komme ich gar nicht ran. Aber hier bin ich ja auch falsch. Hä? Wo war... Wo komme ich jetzt nochmal zurück zu dem Gang, wo ich vorhin war? Ich weiß es gerade gar nicht. Was muss ich hier überhaupt finden? Was muss ich suchen? Ich weiß es nicht. Also das dauert hier aber auch ewig. Ich bin hier... Ah, okay. Das war schon so ein Tor, so ein Dingsgitter. Vielleicht muss ich all diese Hebel finden. Und alle umgelegt haben. Ah, hier haben wir noch jemanden gehabt. Okay. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass wir jetzt hier auch noch jemanden gehabt haben. So. Hier liegt ja auch noch einer. Wo bin ich? Ich bin... Okay, ich bin wieder hier. Alles klar. Das ist aber auch echt verwirrend hier. Und ich glaube, hier müssen wir weiter irgendwie. Ich hoffe, das hat irgendwas aufgemacht. Das ist ein echter Irrgarten hier. Habe ich hier nicht vielleicht irgendwie ein Zauberbuch oder so? Morph Self, Select Icon, Caster Only, Magic Based. Nee.
Ich habe hier im Grunde nichts, was ich an Zauber nutzen kann, außer Lykanthropie. Ich raff es gerade nicht, wirklich. Wo ich hin muss, was ich machen muss. Beziehungsweise, wo ich hin muss, kann ich mir schon denken. Nämlich hier rein. Aber ich raffe jetzt nicht, was ich da machen muss, damit ich es auch kriege. Ich brauche bestimmt einen Schlüssel von irgendwo. Steht hier vielleicht, wer den Schlüssel haben kann? So, Aubki, the Queen of Daggerfall, has asked me to check on the condition of her grandmother-in-law Nulfaga. I am to go to Nulfaga's castle, Shedungent of Rothgaria, and talk to her to see if she is well. I have 150 days to report her conditions to Aubki and get my reward. Ja, okay, aber das bringt mich jetzt nicht weiter. Also das bringt mich gar nicht weiter, was ich da machen soll oder so, jetzt die Info. Ich brauche jetzt eine Info zu dieser Quest. Einen Moment. Sorry, ich habe heute auch echt einen kratzigen Hals. Ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall. So, irgendwann. Irgendwann verzweifle ich hier. Ich habe schon mittlerweile alle getötet, die hier rumlaufen könnten. Bis auf diesen einen Eis-Atronachen. Aber ich komme hier nicht weiter. Ich habe schon so das Gefühl, das hat vielleicht was mit diesen Hebeln zu tun. Vielleicht muss ich das wirklich mal googeln. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, da ist auch noch einer. Okay. Und tot. Da ist ja noch jemand. Nein! So, den haben wir. Sonst ist hier keiner mehr. Okay, das. Doch, da ist noch jemand. Komm. Autsch. So, auch noch. Auch noch erledigt. Jetzt existiert hier niemand mehr. Dann können wir jetzt noch einmal Taschen leeren gehen. Wenn ich den richtigen Weg hier überhaupt nehme. Ich glaube schon hier. Sorry, muss eben einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Und dann können wir jetzt einmal nochmal alles abladen, was wir hier haben. So. So ladet man ab.
The Ferry. Hier die Dinger noch. Warte. Use. The Ferry. Ferry have been. Okay, können wir lesen, aber ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt dadurch einen Zauber gelernt haben. Hier nochmal ein Safe Game. Und nochmal kurz das hier machen. Aber ich raffe gar nicht, wie wir da jetzt reinkommen. Da wollten wir nicht hin. Wir wollten da hinten hin rum. Und nochmal hier den einen Weg da nach oben irgendwie finden. Hier sind noch irgendwo Leute, ich höre die doch. Die öffnen hier irgendwo noch Türen. So, bin ich schon da, wo ich hin wollte, oder? Ne, ich bin hier hinten wieder. Hier fehlte uns noch was. Wo ist denn der Weg? Dahin? So, wo waren jetzt die Tür? Hier war das. Das heißt, ich muss jetzt diesen kompletten Weg nochmal durchgehen. Also hier lang. Geradeaus durch, komplett. Ne, hier durch, okay. Ja, jetzt weiß ich, warum ich nicht hier hin konnte. Dann gehen wir nochmal genau hier raus und durch die Tür. Ne, hier kommen wir auch nicht wirklich. Doch, da fehlt auch noch eine Tür. Okay. Hier. So. Und hier. Boah, da muss man ganz genau hinschauen, was einem noch fehlt. Wir haben noch eine geheime Tür gefunden. Die hat sich echt gelohnt. Wirklich. Wow. Der Wahnsinn. Und dann war das, glaube ich, hier lange. War es das, wo ich hin wollte? Ja. Okay, wo kämpfen die? Ich höre hier. Ich höre hier Schläge. Die Frage ist, sehe ich auch eine geheime Tür? Ich habe da auch noch einen Weg übersehen. Vorausgesetzt, ich laufe auch in die richtige Richtung. Hier waren wir auch noch gar nicht. Schreck mich nicht. Geld werden wir definitiv viel machen nach dem heutigen
nach diesem Dungeon hier. Aber ob wir weiterkommen, wirklich, bezweifle ich. Ich brauche jetzt nur irgendwas, was mir... Autsch! Ich brauche echt jetzt nur was, was mir diese eine Tür da aufmacht. So, den haben wir erledigt. Och ne. Jetzt gerade schlechter Zeitpunkt. So. Ja. Und nochmal den hier. Jo, geh kaputt. Einfach kaputt gehen, ja? Oh, nice. Und der kam von hier, der andere? Boah, vielleicht finden wir hier jetzt das, was wir brauchen. Was? Haben sich die zwei Fleischadronachen gegenseitig getötet, oder wie? Kann ich das kaputt machen, irgendwie? Die Dinger gehen mir alle auf den Sack. Alter, das ist doch nicht... Das ist echt doch nicht wahr, oder? Mit diesen ganzen... Ich glaube, mit den Hebeln funktioniert das, dass wir dann weiterkommen. Aber man muss erstmal wissen, welcher Hebel für was ist. Das ist ein Irrgarten. Oh. Warte, erstmal auf der Map schauen. Ob wir nicht noch irgendwie etwas vergessen haben, übersehen haben. Achso, dass da. Das rote da, was ihr da gerade seht. Das da. Wo mein Pfeil ist. Von dem hier. Ich habe mich schon gewundert, was ist denn das? Und wie öffnet man diese Türen, diese Backsteintüren? Ich habe irgendwo was gehört, was aufging. Frage ist nur, wo ging jetzt was auf? Achso, wir sind ja wieder hier. Nee, wir sind... Ich hoffe, es ging hier unten was auf. Ansonsten dürfen wir wirklich... einmal alles hier absuchen. Es ging hier unten auf, okay. Dann machen wir hier vielleicht ein Safe Game nochmal. Ah, wir gehen erstmal durch die Tür. Oder doch nicht? Ernsthaft jetzt? Dann, warte mal, was? Guck in die richtige Richtung? Nein. Die hier. Vielleicht hat dieser eine Hebel auch hier... Hier war jetzt jemand Neues, okay.
keine Ahnung, von wo die herkam. Aber hier gab es doch irgendwo was, was noch zu war, abgesehen von dem da jetzt. Ich raff es nicht. Den lassen wir jetzt so. Weil wir hatten ja drüben irgendwo, was heißt drüben? Wir hatten hier überall irgendwo noch Hebel. Und warte mal, wenn wir den uns. Warte mal. Okay, so ist er deaktiviert, würde ich vermuten. Und man erkennt das, dass er ein bisschen weiter vorgezogen ist, sagen wir so. Und hier ist er mehr in die Senkrechte. Und dann ist er aktiviert. Okay, den lassen wir. Den lassen wir in Ruhe. So, ich würde aber den hier vielleicht auch mal aktivieren. Und dann schauen, was wir jetzt hier offen haben. Das müssen wir herausfinden, alles. Wir müssen jeden aktivieren, der irgendwie für uns möglich ist. Okay, das war für hier wahrscheinlich. Wo war denn der jetzt? Hier sind wir falsch. Wo war der jetzt? Da war der. Dann gehen wir noch mal dahin. Ah, okay, jetzt haben wir ihn deaktiviert. Okay. Langsam verstehe ich, was ich hier machen muss. Aber erstmal schauen, wo wollten wir jetzt noch als nächstes entlang? Da hinten eigentlich noch weiter. Da fehlt uns auch noch einiges. So, der hat nichts. Hier sind gleich drei Hebel. Eines hat mir wehgetan. Nämlich der da. Der tut weh. Machen wir vielleicht erstmal so. Auf die zwei. Vielleicht noch einmal den hier. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt offen ist. Oder geschlossen, je nachdem. Ah, okay. Hier waren wir bisher noch gar nicht. Interessant. Den können wir nicht mitnehmen, schade. Da geht es sogar noch weiter. Und was ist hier?
Noch mehr. Aha, okay. Wir haben es geschafft, hier hinzukommen. Alles erstmal mitnehmen. So. Kann ich irgendwas hier noch mitnehmen? So. Choosing out few words most horrible, let none them read. Versus, versus frame, witch with and other spells like terrible curse, this heaven. Curse Oblivion, my boy. My boy is dead and let Tamriel tremble until he and I find peace tonight. Shut up the door to this tomb and may home. My home. Was muss ich machen? Aber interessantes Bild von ihm, ihr. So, jetzt bin ich aber gespannt, was muss hier jetzt gemacht werden. Warte mal. Ich muss dem irgendwie antworten, glaube ich. Aber warte, wir hatten da hinten ja auch noch einen Gang, einen Weg. Hier auf die Seite. Boah. Der hat mich jetzt echt erschrocken. Alter. Was haben wir da? Nochmal Geld. So, was? Okay, wo geht's hier hin? Wieder ein Bereich, wo wir vorher nicht einfach so hingekommen sind. Okay. Ich habe so das Gefühl, hier müssen wir irgendwie vielleicht noch erledigen. Ja, okay. Wir können nicht alles. Genau, wir nehmen. Das lassen wir hier, das lassen wir hier und nehmen das mit. So, ist hier vielleicht eine geheime Tür oder so? Ich mache hier vielleicht nochmal ein Save Game. Oh, zwei Stück. Autsch. Okay. Überlebt. Machen wir das einmal. Und dann schauen wir mal. Was sind das? Nochmal Gold und Mummy Wrappings. Irgendwie bei Mummy Wrappings muss ich irgendwie
an Mütter oder so denken, anstatt an Mumie. Okay, hier nochmal. Ja. Und was damit? Kann ich auch nicht mitnehmen. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier und nehmen das dafür mit. Ja. Dann das hier auch noch. Aber ich raff jetzt nicht, was meine Aufgabe ist. Gibt es hier vielleicht noch irgendwie eine geheime Tür oder so, die ich noch nicht gesehen habe? Ja, tatsächlich, da hinten ist eine geheime Tür. Ich habe so das Gefühl, da unten gibt es auch noch was. So, hier haben wir die geheime Tür. Noch ein geheimer Gang. Und hier geht es nochmal runter. So. Nehmen wir mit. Lassen dafür das hier und nehmen das auch noch wieder mit. Dwarven Boots. So. Wo haben wir die jetzt? Die Dwarven Boots? Dann werden wir erst einmal zu einem goldenen Ritter, ja? Na egal, lassen wir das so. Bevor wir zu einem dänischen Ritter werden, Kämpfer. Aber ich raff jetzt nicht, was ich machen muss. Oder ich muss mit diesem Skelett reden. Kann auch sein, dass ich einfach nur mit dem Skelett da reden muss und dem irgendwie antworten. Bin ich hier richtig? Sieht nicht gerade sehr richtig aus. Hier sieht es richtiger aus. Ja, einfach geradeaus durch. Und dann war es doch hier, oder? Ja. Warte, die da oben hatte ja irgendwie was gesagt gehabt. So. Was ich jetzt nicht noch mal nachfragen kann. Autsch. Und Command me and entry shall be yours. Warte, nein. Wir machen erstmal Safe Game. Kann sein, dass der uns vielleicht auch umbringt oder so. Open the Door. Okay. Was können wir noch? Give me the key. Ja. Ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal, weil das ist jetzt etwas, worauf ich gar nicht komme. Bis gleich.
allen Ernstes ist das, was die eine da oben gesagt haben könnte, was ich dem hier sagen muss, einfach shut up. Also halt die Klappe, halt die Fresse oder sowas in der Richtung. Das war's. Ich will hier raus. So, wir sind hier fertig, würde ich sagen. Oder? Ja, wir sind hier fertig. Dann würde ich sagen, wir machen wieder eine Schnellreise zurück nach Daggerfall. Genau, nach Daggerfall. Würde 100 Gold kosten, aber wir haben 7870 gerade so auf Tasche. Young Street Urchin presses a letter into your hand. As you attempt to question him, it becomes obvious that he is both deaf and mute. With a wave of frustration, you send him on his way. Was? Prinz Lothorn und who will give you further instructions, a brother? Max, there's the second. The Dark Robot has been watching you. You have slain without sanction several times. You must now join us or be counted as a foe. Travel to Chesterwick in Daggerfall and see Modestier Kingcroft. Who will give you further instructions? A brother. Leute! Wir können der dunklen Bruderschaft beitreten. Boah, wie geil. Ich bin jetzt aber kein Werwolf, oder? Bin ich gerade ein Werwolf? Ich bin gerade kein Werwolf, gut. Yo. Oha. Ich bin gerade sprachlos, aber ich liebe es gerade. Sind wir überhaupt hier richtig, jetzt wohin ich laufe? Ich muss nach Norden. Ich muss ja eben die Quest noch abgeben. Und in der nächsten Folge werden wir dann uns auf noch um die ganzen Sachen, die wir jetzt auf dem Wagen haben, kümmern, dass wir das alles verkaufen. Wir werden jetzt Schweine viel Geld haben. Und eventuell sogar uns auf dem Weg zur dunklen Bruderschaft schon machen. Weil ich habe Bock drauf. Ich habe Bock, der dunklen Bruderschaft beizutreten. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin dabei. So, aber jetzt erstmal hier rein. So. Hier erstmal yes, erstmal in den Arsch kriechen. Und wen hatten wir jetzt, von wem hatten wir die Quest gehabt? Von ihr? I confess I doubted I would ever see you again. Your news that Nulfaga is still among the living does my heart much good. Here's your shows. Danke. Den ganzen Scheißaufwand für ein paar dreckige, stinkende Schuhe? Hä? Was? Ich wollte raus. Das sind doch nicht ihr Ernst. Einfach. Danke, du hast meine Tante gerettet. Vielen Dank. So vor mit 150 Tagen Reisezeit. Hier Banditen ausschlachten und so weiter und so. Hast dein Leben riskiert und so weiter. Hier hast du ein paar gebrauchte stinkende Stiefel. Digga, was? Nee. Aber egal, ich würde sagen,
Ich beende schon mal diese Folge. Ich muss auch noch für das Special hier auch mal hinterherkommen, weil wir sind hier jetzt schon bei 104 Abonnenten, wie ich heute gesehen habe, wo ich das aufnehme. Wir sind schon am Samstag, am 1. April. Also, und 100 Abonnenten Special muss ich auf jeden Fall machen. Ich bin euch allen übrigens auch noch sehr, sehr dankbar, dass ihr wirklich eure Zeit mit mir vergeudet, wirklich. Also ich bin da wirklich dankbar, dass ich eure Zeit wert bin. Und ich werde mir auf jeden Fall richtig viel Mühe geben für das Special. Ich brauche dafür halt nur ein bisschen Zeit, weil ich ein bisschen spät damit angefangen bin, muss ich ehrlich sagen. Aber lasst euch überraschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder in einem anderen Let's Play. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.